meine Parlamentsvorsitzende, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Niederlage. Meine Herren Abgeordneten, meine werten Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich fast gesagt, jeder an der Stadt hätten Sie nehmen können. Blendes Erlebnis zu und nach Braunschweig. Ich darf Ihnen zunächst einmal einen herzlichen Willkommensgruß überbringen von unserem Oberbürgermeister Herrn Weid und Sie erfahren von mir die aktuelle Einwohnerin und Einwohnerzahl. Und ich darf Sie herzlich willkommen heißen im Namen der 523.088 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt. Ich habe heute immer Angst, dass der Bürgermeister lang und endlose Reden hält, seine Stadt Emo, die er schätzt, liebt, zumal er hier geboren ist. Wahrscheinlich kennen viele, aber noch nicht alle, ein Zitat, das ich sehr gerne benutze. Immer wenn eine Jazzband, dann wurde es die eigentliche Hauptstadt des Jazz, behaupte ich einfach mal, hier vorne spielte, es gibt einen Freund der Stadt, nämlich Louis Armstrong. Der hat mal gesagt, ein Hund könne, indem er nach 30 Sekunden mit seinem Schweif rede, mehr Gefühl erzeugen, als ein Bürgermeister in einer halbstündigen Rede. Ich habe mich das kurz machen. Ja, Polizeipräsident Dunias und ich haben manchmal die große Ehre, junge Polizeibeamte und Beamte im Rathaus sozusagen mit ihrem neuen Dienstort zu begrüßen. Und wie ein Bürgermeister wie ich ziemlich forsch auf Menschen zugehen kann und erzählt, na, habt das doch toll getroffen hier. Wir haben das größte Schützenfest der Welt, wir haben ein endlos besuchtes Maschseefest, wir haben alle 14 Tage richtig Fußball. Wir haben Diskotheken, die jedes Wochenende raus sind. Sie sind ja jung, da können Sie ja auch hingehen, auch privat. Will das nicht fortsetzen, Sie ahnen, was kommt. Die jungen Menschen, die dort sind, haben das sehr nachdenklich hingegen. Und das bedeutet ja auch alles, jetzt komme ich zum Ernst der Sache, Arbeit. Und eigentlich könnte man sagen, ich habe als alter Jazzmusiker, der ich nun mal bin, habe ich auch sogar das Stück erkannt, was hier vorne gespielt wurde, an the sunny side of the street. Sunny auf der Sonnenseite der Straße. Ein sehr schönes Stück. Die Schutzleute, Polizeibeamte und Beamte, wenn es denn so wäre. Und die jungen Leute in ihre Berufsgruppen zu bekommen, auch in eine Hauptstadt, Landeshauptstadt wie Hannover, und dann noch zu erklären und zu sagen, das ist eigentlich toll, wie wir das hier machen, das ist sicherlich reizvoll. Und es ist auch etwas Besonderes. Ich meine das genau. Aber es kann immer etwas Reizvolles, Besonderes und vor allen Dingen nachträglich Wirkendes, wenn man so einen Nahschopf trägt, wie ich inzwischen, also wenn man etwas älter geworden ist, leiden, wenn man auf Dauer in seinem Beruf, und das ist das, was mich wirklich sehr bewegt, auch in der letzten Zeit, nicht nur im Übrigen gegenüber Polizeibeamten und Polizeibeamten, aber gerade ihrer Berufsgruppe gegenüber, und dann hier auch in der Stadt erfährt, dieses hohe Maß an Respektlosigkeit, was hier Menschen gegenüber, Sie sagten ja zum Thema Sicherheit, gegenübergebracht wird. Es hört sich so platt an, wenn ich das jetzt sage. Aber wir hätten uns das nicht nur nicht getraut, sondern ich glaube, dahinter stand auch noch, als man jung war, und vielleicht ein Stück anderes Menschenbild. Und das, was ich versuchen möchte, mit Ihnen gemeinsam versuchen möchte, auch in Stadtgesellschaft mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, sich vor ein bestimmtes Modell in unserem Rathaus zu stellen. Vielleicht kennen Sie unser schönes neues Rathaus, 1913 erbaut. Wir haben vier Modelle da. Hannover Mittelalter, Hannover vor dem Zweiten Weltkrieg, Hannover nach dem Zweiten Weltkrieg und Hannover heute. Und jungen Menschen erklären, was es bedeutet, eine Stadt, die zu 92% zerstört war, heute in diesem Zustand, auch in einem gesellschaftspolitischen Zustand vorzufinden, der da heißt, ich habe das Leitbild gelesen, Herr Bias,
der hannoverschen Polizei, wir denken, dass es Leitbild der Polizei überhaupt, oberstes Gebot sei, das Erhalten und die Achtung der Würde des Menschen. Und das gilt für die, die ranwachsen, die uns die Zukunft sagen sollen, und das gilt ebenso für die, die uns diese Zukunft auch in der Stadt versuchen. Ich will mich erinnern an den Satz von Louis Armstrong, weil hier auch noch viele Reden sind. Ich möchte Ihnen noch einmal ausdrücken und Dank sagen für den schweren Job, den Sie tun. Ich möchte Ihnen Kraft wünschen. Ich wünsche Ihnen auch den Akku, den Sie brauchen, für Ihre Familien, für Ihre Freunde, Freundinnen, für das, was Sie sozusagen selbst an Überlebenstechniken vorbereiten müssen. Sie sind bei uns herzlich willkommen und Ihre Beschlüsse weisen in diese Richtung. Noch einmal, gucken Sie sich das schöne Hannover an, auch von der Seite. Es gibt wirklich eine Sunny Side on the Street, gerade in der Landeshauptstadt. Vielen Dank.